Auf dem großen Ofenzauberer könnt ihr jede Art von Blechkuchen zubereiten. Hier habe ich einen Rhabarber-Streuselkuchen gemacht. Ihr könnt die Zutaten in den Schüsseln von Pamperchef aufbewahren, den Teig gehen lassen. Das ist die Edelstahlrührschüssel zum Beispiel. Hier seht ihr die große Nixe mit dem Deckel, die sich hervorragend zum Hefeteig gehen lassen eignet. Und wenn ihr dann alle Zutaten zusammen habt, dann geht es direkt los auf dem Stein, wird mit dem Teigroller der Hefeteig ausgerollt, dazu einfach wieder ein bisschen Mehl aufstreuen und dann den Teig mit dem Obst belegen. Hier Rhabarber, könnten auch Kirschen sein oder zum Beispiel Äpfel. Das Ganze noch ein bisschen gehen lassen und am Ende die Streusel drauf. Nach dem Backen empfiehlt es sich wieder, den heißen Stein auf dem Kuchengitter abkühlen zu lassen, damit er schön nach unten abdampfen kann. Und ein Luxus, wie ich immer finde, dass man direkt wieder schneiden kann auf dem Stein. Ihr könnt direkt mit dem kleinen Servierheber die Kuchenstückchen rausheben und servieren. Und ihr seht hier auch wieder diese Krümelchen auf dem Stein, da klebt also gar nichts. Es macht wirklich Spaß, Blechkuchen herzustellen. Und hier seht ihr nochmal den fertigen Rhabarber-Streuselkuchen, hübsch angerichtet.